spoke was a bore. And maybe it's because they had seen the previews on the TV screen. Well, this part is good and that's well understood, so you should laugh if you know what I mean, but it's all relative. Even if you don't understand, well, it's all understood. Especially when you don't understand, and it's all just because. Even if we don't understand, then let's all just believe. Everyone knows what went down, because the news was spread all over town. In fact, it's only what you believe. Fact and fiction work as a team. It's almost always fiction in the end. The content begins to bend when context is never the same, and it's all relative. Even if we don't understand, then it's all understood. Especially when we don't understand, then it's all just because. I'll just believe I was reading a book, or maybe it was a magazine. Suggestions on where to place faith, suggestions on what to believe. But I read somewhere that you've got to beware. You can't believe anything you read. Book is good and that's well understood, so don't even question if you know what I mean, but it's all relative. Even if you don't understand, well, it's all understood. Especially when you don't understand, then it's all just because. Even if we don't understand, fingers at me. I say that I said not to believe. Ah, but there you go once again. You missed the point, and then you point your fingers at me, and you say that I said not to believe. Thank you.
A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart and maybe satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music. Dig to the summer breeze. It's a groovy night and I can show you how to use it. To come along with me and put your mind at ease. Hey, a little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't zum 60. Geburtstag. Ich werde Ihnen jetzt diese Wissenslage zu den Arbeiten nicht, die sprechen nämlich sehr für sich selbst. Also, wie ich schon erwähnte, Herr Bilde ist folglich 1947 geboren, hat eine Ausbildung zum grafischen Zeichner in Bad Pyrmont gemacht, bei Sierke für Schrift und Grafik und bei Otto Rumbeer für Fotografie. 1969 Studium an der Werkkunstschule Fachhochschule Hildesheim bei Professor Paul König und da Grafik und Fotografie. 1972 Dreirad mit Christa Höppel, die heute Abend auch anwesend ist, für Studium an der Pädagogischen Hochschule Hildesheim, Erziehungswissenschaften bei Professor Dieter Wittke, Psychologie. Seit Jahrzehnten beschäftige ich mich mit dem Antlitz des Menschen, mit dem, was im Menschen wirkt und im Antlitz Ausdruck findet oder eben auch nicht. In dieser Ausstellung nur Köpfe. Köpfe nicht als Abbild des Äußeren, keine Wiedergabe des Sichtbaren. Ähnlichkeiten mit dem, was wir normalerweise sehen, werden Sie nur andeutungsweise skizzenhaft finden. Vielmehr als Bild für innere Vorgänge. Oft chaotisch, zerfurcht, verletzt, blind, fragend, suchend oder verwirrt oder tastend. Prozesshaftes auf dem Weg zur Menschwerdung vielleicht. Ich arbeite zwischen all dem, was im Keller abgestellt und bevorratet wird. Im Dunkeln bleiben, verharrend, wirkend. Stille ist eine für mich notwendige Voraussetzung für die künstlerische Arbeit. Eine andere ist die Abgeschiedenheit, die Zurückgezogenheit, das Alleinsein. Something there. I was patrolling the pachinko, you noodle model parlor in the nefarious zone. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain.